Nun ist es also endlich geschafft. Johannes Eggestein erhält bei Werder Bremen seinen ersten Profivertrag bis 2019. Für ihn ein wohlüberlegter Schritt. Ja, letztendlich war ausschlaggebend, dass ich hier bei meiner Familie in der Nähe sein kann. Ich hier die sportliche Perspektive für mich sehr gut sehe, dass ich mich hier gut entwickeln kann. Der Werder-Weg, so wie er immer beschrieben wird, auch auf mich zugeschrieben ist. Der 18-Jährige ist der wohl begehrteste Spieler seines Jahrgangs. Dreimal wurde er in Folge Torschützenkönig in der Bundesliga Nord-Nordost. Zunächst zweimal in der U17, in diesem Jahr in der U19. Und doch setzt er seine Ziele nicht zu hoch. Ja, jetzt gilt es natürlich erstmal, den Schritt in den Profibereich zu machen, mich an den Herrenfußball zu gewöhnen. Die letzten 3 Jahre habe ich im Jugendfußball verbracht und das ist natürlich schon eine enorme Umstellung. Deswegen gilt es jetzt halt, diesen Schritt in den Profifußball reinzumachen, mich dort weiterzuentwickeln, vor allem auch körperlich weiterzuentwickeln und mich dann in der Mannschaft zu etablieren und das Bestmögliche daraus zu machen. Er hat schon viel erlebt und auch schon viel erreicht, trotz seiner erst 18 Jahre. Zuletzt auch die Auszeichnung mit dem silbernen Schuh als zweiterfolgreichster Torschütze bei der U17-WM 2015 in Chile. Und doch ist dieser Tag mit der Vertragsunterzeichnung bis jetzt das Größte. Ich sag ganz ehrlich, vor 2, 3, 4 Jahren hätte ich das niemals gedacht, dass ich vielleicht einen Profivertrag irgendwann mal bei Werder Bremen unterschreibe. Von daher geht damit schon auf jeden Fall mal ein Traum in Erfüllung. Und das nächste Ziel oder der nächste Traum ist natürlich, den ich mir erfüllen möchte, dann halt auch auf dem grünen Rasen unten im Weserstadion mein erstes Spiel zu machen. Drei Punkte hier lassen, das ist unsere Pflichtaufgabe und Pflichtziel ist.